Es sind Erzählungen, die einem die Gänsehaut über den Rücken jagen. Stundenlang waren viele in der Nacht auf Mittwoch in einem brennenden Hochhaus in London eingesperrt. Manche konnten gerettet werden. 30 Todesopfer hat die Polizei bisher bestätigt, aber es dürften viel mehr Menschen in diesem Haus gestorben sein. Mehr als 60 werden nämlich immer noch vermisst. Nicht nur deren Angehörige fragen sich jetzt, wie konnte das passieren? Immer deutlicher wird jetzt, dass beim Feuerschutz des Sozialbaus gespart wurde. Scotland Yard hat daher ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen. Gegen wen es sich richten soll, das ist aber offen, berichtet David Kriegleder. Jessica Urbanos Angehörige wollen die Hoffnung noch nicht aufgeben. Verzweifelt ziehen sie mit Flugblättern durch die Straßen. Vielleicht hat doch jemand gesehen, wie das 12-jährige Mädchen das Gebäude verlassen hat. Vielleicht liegt sie bewusstlos in einem Spital und hat sich deshalb noch nicht gemeldet. Wir wurden im allgemeinen Chaos des Brandes voneinander getrennt. Dann hat sie noch zweimal aus dem Gebäude angerufen. Das war der letzte Kontakt. Since that second phone call, we've had no contact. Jessica ist nur eine von Dutzenden Vermissten nach dem Horrorbrand im Grenfell-Gebäude. Viele Opfer könnten möglicherweise nie gefunden oder identifiziert werden, sagt ein Polizeisprecher. Manche Etagen seien wegen Einsturzgefahr noch immer nicht betretbar. Das Unglück schockiert das ganze Land. Am Vormittag besuchen die Queen und Prinz William eine Notunterkunft. Menschen aus ganz London spenden für die Überlebenden. Auch Premierministerin Theresa May lässt sich bei Verletzten im Krankenhaus blicken und verspricht Hilfsgelder, nachdem ihr Krisenmanagement zuletzt kritisiert wurde. Neue Erkenntnisse gibt es zur schnellen Ausbreitung des Feuers. Laut Medienberichten wurde bei der Sanierung der Gebäudefassade vor einem Jahr gespart und eine billige und in anderen Ländern verbotene Substanz verwendet, was den Brand beschleunigt hat. Ein feuersicherer Baustoff hätte demnach nur 5.000 Pfund mehr gekostet. Anscheinend musste erst etwas passieren, damit jetzt endlich was passiert. Das ist ein Weckruf. Am Abend stürmen wütende Demonstranten das Bezirksamt von Kensington. Wir wollen Gerechtigkeit, schämt euch, ihr Mörder, rufen sie. Das ausgebrannte Gebäude sei ein Mahnmal für die Sparpolitik der Konservativen und den Verfall der britischen Infrastruktur, klagt die Zeitung The Guardian. Eine Entwicklung, die durch den kostspieligen EU-Austritt sogar noch verschärft werden könnte.